Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Modelleisenbahn Träume TV hier aus dem schönen Bad Dürheim. Ja, jetzt kommt nochmal ein Teil aus der Schweiz und dann schauen wir mal, was für Teile noch kommen. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit diesem Video. Ja, hier nochmal ein Blick auf unsere Straße. Da geht's durch und dann rüber in die Schweiz. Und wo man da drüben jetzt ankommt, da gehen wir jetzt mal rüber. Ja, hier kommt man dann an. Und zwar da, aus diesem Bereich und dann hier drauf diese Platte. Und dann kommt hier genau der Zoll hin. Da ist ja schon das Zollgebäude. Das kommt vielleicht so hin oder ja, das ist jetzt noch planlos, weil zuerst muss ja mal der Grenzübergang hinkommen. Quasi wo waren die ja, richtige Grenze quasi passieren kann. Ja, jetzt kümmern wir uns aber erstmal drum, was in diesem Bereich hier passiert. Dass wir natürlich hier authentisch rauskommen. Ja, und dann geht es hier quasi weiter. Hier unten, ja, ihr seht es ja, da ist der Schweizer Waggon drin. Das ist Gleis 1 und das ist Gleis 2 der Schweiz und der Bahnhof. Ja, und da geht es eben auf die Außenstrecke. Ja, und das ist jetzt momentan der Stand und jetzt schauen wir mal, was passiert. Jetzt haben wir das hier ausgesägt, das Brett, und jetzt passt es genau hin. Das heißt, wir können jetzt die Einfahrt planen. Ja, ich habe dann gedacht, wir machen das so hin. Wo sind wir denn? Da sind wir so hin und da noch eins. Und dann können wir hier so Berg mit einem Tunnel machen, den Berg halt andeuten. Ja, aber jetzt brauche ich erstmal ein Brett und dann melde ich mich wieder. Ja, unser zweites Brett ist da. Das können wir jetzt also hier hin fixieren. Leimen wir es mal ein hier. Mit Holzleim. So. Und dann passen wir es wieder an. Festdrücken und dann lassen wir es kleben, ja. Jetzt probieren wir die Seite. Muss erst mal gucken, welche das ist. So rum gehört's. So, ich setze euch mal um. So, dann seht ihr mehr. Auch hier wird natürlich eingeleimt.
So. Gleich haben wir's. Untergrund wieder mit dem Finger machen. Wird aber sauber sein. So. Ah, wir müssen ja noch die Seite auch hier. Habe ich jetzt voll vergessen. Wir kommen ja da an das andere Holz hin. So. Und dann passen wir es an. So. Perfekt. Aber hier so schöne Eckschraubzwingen. Kann man wunderbar einspannen. So, das sind die zwei Wände jetzt. Wie gesagt, wir kommen hier aus dem Tunnel raus und das soll eben dann die Bergkulisse noch ein wenig darstellen. Und ja, jetzt müssen wir auf unser Portal warten. Und wenn das da ist, dann sehen wir uns hier wieder. Ja, zwischenzeitlich haben wir jetzt hier ein Kontaktgleis eingebaut. Das ist dazu da, wenn hier der Zug drüber fährt, dass dann mal hier in dem Bereich alles funktioniert, wenn es soweit ist. Das dauert aber noch ein bisschen. Jetzt muss ich aber erstmal hier... Gehen wir halt unten rum. Das noch fixieren hier. Das mache ich immer mit Heißkleber. War jetzt klar. Immer dann, wenn es halten soll, hält es nicht, ne? Ja, dann müssen wir da hinten gleich auch nochmal hingehen. So, das ist fest. Jetzt machen wir nur noch hier mal. Stromkabel hängt, ist ja natürlich toll. Dann gehen wir einmal hier entlang. Und dann machen wir noch hier einen Punkt hin.
Ja, das ist die einzige Möglichkeit, quasi die Gleise hier auf der Fensterbank festzubekommen, weil Schrauben auf einer Marmorplatte, ja, das ist ein bisschen diffiziler. Und jetzt extra einen Diamantbohrer zu holen, um ein kleines Löchle zu bohren, um nachher die Schraube zu fixieren. Nee, weil wenn du dann wieder wie jetzt umentscheidest, na, früher ging die Strecke ja hier entlang, ne? Und wenn du dann wieder andersrum kommst und hier, dann hast du hier lauter Löcher drin. Nein, nein, das machen wir nicht, weil der Heißkleber im Endeffekt, der lässt sich wunderbar vom C-Gleis wieder entfernen. Und zwar ohne, dass da Schäden sind, trotz der Hitze, auf Plastik, interessant. Und natürlich auch von der Fensterbank lässt sich es rückstandslos entfernen. Also optimal. Gut, dann sehen wir es mal weiter, wo wir schneller vorankommen. Wir sind ja momentan am Planen, was da hinten für eine Beleuchtung im Endeffekt hinkommt, die etwas mystisch ist. Ja. Und ja, natürlich auch der Zollbereich soll weitergehen, aber ich warte ja auf das Portal, wenn man einmal was bestellt, ja. So sieht das jetzt von oben aus. Und wie gesagt, wenn der Schleifer hier drüber fährt, oder wenn er so fährt, dann hört's, dann schaltet er. Und dann gehen eben hier in diesem Bereich die Effekte los. Ja, was das alles sein wird, das plane ich eben jetzt. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. Oder halt, wir sehen uns dann wieder am Zollmodul drüben vom Schweizer Teil. Es ist angekommen, das Portal. Ja. Und es ist zwar ein Zug drauf, aber hier steht auch für Straßentunnels geeignet. Und das nutzen wir nämlich und da wird es hinkommen. Wie, ob hier vorne so oder hier weiter hinten, das muss ich jetzt noch rausbaldobern. Ja, das ist ja soweit trocken. Ja, muss ich nachher machen. Hole ich mal runter das Modul und dann gleich hören wir uns wieder. Machen wir das jetzt nochmal weg. So. Wunderbare Technik. Kann man gut Ecken kleben. Jetzt wollen wir mal schauen hier. Ja. Bisschen hat es hier verschoben. Aber das ist Relativum. Jetzt überlegen wir quasi, wie man hier den Berg rüberkriegen. Ja, ob ich jetzt den flach hier rüber setze. Ja. Da grübeln wir jetzt eine Zeit lang. Und wenn ich dann soweit eine Idee habe, dann melde ich mich bei euch wieder. Ja, ich habe jetzt überlegt und gedacht, ich mache jetzt erstmal die Platte hier braun, erdfarben. Dann kann man besser überlegen, ob da Büsche hinkommen dann und wo die Bergsachen hinkommen. Ja, und das fangen wir jetzt mal an. Machen wir das Portal mal weg. Und ich nehme natürlich wieder den weißen Pullover zum Malen. Wenn man ein bisschen aufpasst, dann klappt das immer mit weißen Pullovern auch zum Malen. Und ja, jetzt male ich das quasi braun. Das dauert ein bisschen lang. Ihr habt ja gesehen, ich habe es angefangen. Dann muss jetzt hier noch das. Alles wird braun. Und wenn ich dann soweit bin, dann melde ich mich nochmal. Bis später. So, alles braun. Außer der Pullover. Der ist noch schön weiß. Ja, derjenige weiß, wo gemeint ist. Gut.
Eis trocknen und dann schauen wir mal weiter. Das Tunnelportal ist jetzt dran, also vom Straßentunnel quasi. Und das Stück Straße ja auch. Und hier kommt jetzt dann wieder so eine Art Verblendung hin, wie ihr es auf der anderen Seite gesehen habt. Und dann kommt hier natürlich jetzt dann der ganze Zollbereich hin. Das wird die eine Spur, die dann sich in die Richtung verteilt und die Spur in die Richtung. Ja, aber da muss ich jetzt noch auf Folie warten. Und jetzt fangen wir aber zwischendrin mal an hier mit der Planung, wie wir den Berg hier oder diesen Hang hier gestalten. Das muss ich jetzt mal genau überlegen. Meld mich dann quasi wieder, wenn ich eine Lösung habe oder eine Idee. Jetzt bin ich erstmal daran, das Tunnelportal zu machen, also die Rückwand. Ihr seht, jetzt kommt die andere Seite. Ja. Die muss ich jetzt noch ein wenig modifizieren und gucken, dass ich hier den Bogen noch zukriege und so. Und dann schauen wir mal, wie es aussieht. So, Tunnel fertig. Hab natürlich schon hier die Einfahrt vorbereitet für den Zoll. Deswegen durchgezogene Linien. Und ja, dass wenn man da durchfährt, man sieht, ja, jetzt kommt man nach Deutschland. Weil quasi ja im Tunnel ist ja die Grenze über den Berg. Ja, und jetzt geht es darum, hier Berg zu bauen. Und da muss ich wahrscheinlich hier nochmal eine Platte holen. Damit hier der Berg besser geht. Ja, das mache ich und dann schauen wir weiter. Habe jetzt Fliegennetz. Und das kommt jetzt dann so hier drüber und gibt dann so die Form jetzt vom Berg. Da ich ja hier ums Eck muss quasi und hier wegen drüber und das Plastik ist hier, habe ich mich eben für das entschieden, nicht für den Draht, weil das kann man dann locker hier drauf kleben. Ja, und jetzt probiere ich das ein bisschen aus und dann schauen wir mal weiter. Ja, es ist doch ein bisschen kompliziert, also ich habe es jetzt mal hier so ein wenig gemacht, also ja, jetzt muss ich hier mal die Kante schneiden und dann gucken, dass ich es erst hier anklebe, bevor ich da weitermache. Ja. War gespannt. Ja, ich hätte euch ja gerne mitgenommen. Hier bei der Vernetzung. Ja, aber es ist halt so blöd. Aber ich muss immer mal kleben, warten, dann schnibbele, warten, kleben. Warten, kleben, warten, kleben, warten, legen, kleben, warten. Ja. Jetzt bin ich hier oben dran, oder hier an der Seite. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das hier rüberziehe. Dann wäre es zu. Ja, dann muss ich hier oben noch ein bisschen was machen. Da ist nämlich noch offen. Und dann da drüben vielleicht noch was hin. Ja, und das geht halt und so. Ja, aber man kann sie erkennen. Also ich zeige euch jetzt dann nochmal, wenn ich fertig bin. Das ist dann am einfachsten. Vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit, wo ihr aber da mal etwas mehr seht, was ich mache. Aber ja, so ist das halt. So sieht es jetzt aus. Also wunderbar. Weil jetzt kann man dann hier und da überall die Klopapierstückchen, wie ich immer so schön mache, drauflegen. Ja, aber das mache ich jetzt heute nicht mehr. Vielleicht seid ihr dann dabei, wenn ich da ein bisschen anfange. Mal schauen. So, mal positioniert und geguckt, ob es passt. Sieht soweit gut aus und ja, wenn es dann soweit ist, dann machen wir weiter. Die ersten Klorollen sind drauf. Ja, das Problem ist halt immer, wenn man das Gewebe drauf macht und die ersten Lagen vom Klopapier, dann denkt man immer, was für ein Scheiß wird denn das? Aber wenn es dann letztendlich dann mehr Form annimmt, dann sieht es vielleicht besser aus. Aber momentan bin ich noch auf dem Stadium, boah, sieht scheiße aus. Jetzt mache ich mal weiter. Ich kann leider nicht die ganze Zeit filmen, weil A, hier überall Wasser rumpratscht, also Kleister. Und zum anderen, ja, ich mehr mit den Armen im Geschehen bin, wie nachher Sinn wäre.
Gut, ich melde mich einfach nachher nochmal. Ich wollte euch jetzt nur mal einen Einblick so zwischendurch machen, dass man schon mal ein wenig sieht, wie es werden könnte. Und ja, bis nachher. Ja, jetzt haben wir überall Klopapier dran. Also in dem Bereich gefällt es mir jetzt noch nicht. Und da kommt die Kante noch weg. Jetzt muss ich hier wegen modellieren. So um den Tunnelbereich, ja, da kann man schon lassen. Das sieht doch schon schön aus, ja. Natürlich mit Farbe und mit ein bisschen Gras sieht es natürlich wahrscheinlich besser aus. Ja, und jetzt gucken wir mal. Noch hier und dort ein bisschen noch was drüber, dann lassen wir es mal trocknen. Wenn es dann trocken ist, melde ich mich nochmal. Jetzt heißt es trocknen, 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 trocknen. Und wenn es dann trocken ist, dann schaue ich mal, wo ich noch weiterbaue. Vielleicht mal mein Fraule zur Rate ziehen, was sie denkt. Und ja, dann schauen wir mal. Ja, aber nachts ist getrocknet. Man sieht es hier. Aber wir haben jetzt schon mal die Struktur etwas erweitert. Ja, damit man nicht so die Hölzer sieht. Auch hier wegen Felsvorsprung und so. Ja, und jetzt heißt es wieder trocknen und dann schauen wir mal weiter, wie es aussieht, ob es passt oder nicht. Und dann kommt vielleicht die Farbe drauf. Mal schauen. So, die Schicht ist trocken. Und ich fange jetzt mal an, hier Stück für Stück Felsfarbe anzubringen. Und ja, wenn ich da mal wieder ein bisschen mehr Ergebnis habe, weil ich jetzt hier halt Stück für Stück hier unten um die Kante erst rum muss und ums Tunnelportal. Wenn ich das so wenig rum habe, dann melde ich mich nochmal. So, mal Zwischenstand. Vor lauter Malen vergesse ich immer das Filmen. Ja, so sieht es jetzt aus. Also hier sind wir soweit durch. Ja, gefällt mir auch soweit. Lässt die Optik weniger blicken. Jetzt muss ich noch das letzte Stück hier machen. Und dann melde ich mich nochmal. So. Ja, so sieht es jetzt aus. Alles grau. Ja, die Felsstruktur gefällt mir auch soweit. Jetzt lasse ich es mal trocknen. Und dann entscheide ich mal, wo überall grün hinkommt. Da lasse ich mich dann noch vielleicht inspirieren von ein paar echten Tunnels. Muss ich mal googeln, was da so gibt. Also ich denke mal vorzugsweise, da wird es wahrscheinlich grün werden. Also hier weniger, vielleicht hier oben die Kante. Muss ich mal gucken. Aber jetzt lassen wir es erstmal trocknen und schauen, wie es wird. Aber es gefällt mir soweit gut. Nach einem Tag trocknen sieht es jetzt so aus. Ja, gefällt mir ganz gut soweit. Muss jetzt noch hier so einzelne weiße Stellen ja, kaschieren. Und dann wird ein bisschen weiß angebracht. Ganz dezent. Um die Konturen hier ein wenig rauszubringen. Ja, und wenn wir das dann haben, dann überlege ich mal, ob ich grün mache und dann war's das für den Berg hier. Ja, jetzt haben wir die Felsen etwas rausgehoben mit weißer Farbe. Also quasi ein bisschen weiß nehmen, Pinsel trocken machen und dann einfach drüber streichen. Ja, und dann sieht das so aus in etwa. Sieht toll aus. Ja, und jetzt fange ich an, gewisse Bereiche zu begrünen und dann melde ich mich nochmal. Ja, grün ist jetzt mal dran. So in der Art habe ich es mir vorgestellt. Und jetzt heißt es mal trocknen, dann saugen wir ab und dann sehen wir mal, ob es passt. Bis später. Das Begrünen ist jetzt fertig. Das ist jetzt so das Ergebnis. Ja, mir gefällt's. Sieht toll aus. Und ja, jetzt können wir dann anfangen hier mit dem Weiterbau. Auf jeden Fall kommt der Tunnel, finde ich, halt hier besser rüber wie auf der anderen Seite des Berges. Aber ja, wie gesagt, ich finde es so geil. Am Ende das Ergebnis zählt und das gefällt mir eben. Ja, in dem Fall machen wir jetzt hier wieder einen Cut. Lassen noch ein bisschen trocknen. Der Berg, Tunnel, soweit jetzt fertig von der Schweiz. Und im nächsten Teil kann ich dann hier mit dem Grenzübergang, den Gebäuden
Ja, und allerlei Szenen anfangen. Ja. Und da sind wir mal gespannt, wie das aussieht. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei, wenn es heißt, herzlich willkommen zu einem neuen Teil von Modelleisenbahn Träume TV aus dem schönen Bad Dürrheim. Und bis dahin hoffe ich, dass ihr kräftig unseren Kanal abonniert, damit ihr kein Video mehr verpasst. Könnt auch gerne auf der HP, also der Homepage von uns, vorbeischauen. Ja, und in dem Fall bis zum nächsten Video. Viele Grüße, euer Markus und tschüss.